Ja, Leute, ich bin's, der Wolfgang Schubert, wieder natürlich sehr gut aussehen unterwegs, haben wir wieder schick gemacht für euch. Heute gibt es lecker Geschnitzeltes mit Kartoffelknödel. Na, wenn die Sibylle das schmacht, schmeckt es wie Hasenknödel. Ne? Bei mir ist natürlich andere Liga, wenn ich koche, ist Champions League. Ne? Ich bin natürlich ein anderes Kaliber. So, wie machen wir das? Erstmal hier Hähnchen hat die Sibylle geschnitten. Ne? Wenn ich das schneide, dann schneide ich mir mindestens 5 Finger ab und mit dem und anderen 5 Finger reichen jetzt zum Runterholen. Ne? Aber zum Essen und zum Kochen brauche ich alle. Darum lasse ich diese Bille das machen. Hier haben wir das geschnitten serviert bekommen. Dann machen wir hier so ein bisschen Pfeffer rauf. Ne? Hier, da bin ich ja nicht so ein Fan vom scharfen Essen. Ne? Ich bin ja persönlich ein scharfer Kerl. Diese Bille sagt immer, du Wolfgang, du bist heiß als Fritteusenfett. Da stimme ich zu. So, dann gibt es lecker Salz drauf hier. Und ihr das an, das gute Salz. Schön rauf. Und das lassen wir dann auch so. Dann machen wir hier die Pfanne an. Ne? Immer direkt volle Pulle. Ne? Ich habe Hunger, ich möchte schnell essen, da will ich nicht lange warten. Ne? Normalerweise wartet man da ein bisschen, bis die Pfanne warm ist. Ich bin momentan so ungeduldig. Ich habe nämlich noch ein Bonusgewürz. Das habe ich damals von Südländern bekommen. Ich glaube, das waren Türken mit kurdischen Wurzeln. Das ist ein Gewürz, das wollte ich nie benutzen, weil ich kenne die Leute nicht, die mir das geschenkt haben. Man weiß ja nicht, was drin ist. Vielleicht wollte mich vergiften, mich ausrauben, vergewaltigen und hinterher in kleine Stücke schneiden. Man weiß es nicht, da steckt man nicht drin. Hier steht, Tavuk Baharat. Keine Ahnung, klingt für mich wie ein toter Fisch. Ne? Oh, irgendwie schon viel. Ja, Leute, da geben wir hier rauf. Mann, das riecht aber auch nicht unbedingt lecker. Wo kriegt man das Gewürz jetzt? Das kriegt man, ich hab's geschenkt gekriegt. Ich weiß nicht, wo man es herkriegt. Wahrscheinlich beim Türken. Ne? Achtet da immer aufs Datum. Bei den Türken, da weiß man nicht. Ne? Ich hole mir eine Kirsche, mache ich auf. Es sind da 2 Kerne drin. Ich weiß nicht, was für Mutanten das sind. So, die Pfanne ist jetzt warm. Ui. Bisschen runter machen, weil sonst brennt mir die Scheiße über die Fresse. Das wollen wir nicht. Ui. Zack. Zack. Schön die Hähnchenstücke reinlegen. Bisschen anschwitzen lassen. Normalerweise packe ich da noch ein bisschen Weißwein rein. Aber seitdem ich ein kleiner Alkoholiker bin, mache ich das nicht mehr, weil sonst zitter ich wieder den ganzen Tag. Ne? Ich bin ja ehemaliger Alkoholiker. Hab ich in der Mia. Damit ist nicht zu schätzen, Leute. Ja, angefangen 1946 mit 3 Flaschen Jägermeister, habe ich in die Kamera gesabbelt, ist aber nicht so schlimm. Und jetzt trinke ich einfach puren Apfelsaft. Hier, mit meinem schönen Becher. Bin ja Star Wars mäßig unterwegs. Knallt auch anständig. Frag nicht nach so einem Scheiß. Und jetzt wenden wir den ganzen Mist. Da hätten wir hier so ein, ne? Keine Ahnung, was für ein Scheiß ist, wer das geschnitzt hat im Wald. Mein Kameramann, kommt mir bitte nicht so nah bei. Ich habe mir heute die Zähne noch nicht geputzt. Ne? Wenn man sich die Preise anguckt, was sie verlangen für Zahnpasta. Ja, dann muss man dieses Maul ja auch nochmal aufspülen und auch nochmal wieder Wasser kosten. Das sind alles Sachen, die habe ich nicht momentan. Habe ich nicht. Da muss man doch mal tolerieren. Wenn jemand ein Döner isst in der Bahn, stinkt nach Scheiße. Ich sag nichts, ich krieg ja nicht mal ein Stück ab, dass ich die Strapazen damit erleben muss. Darüber wird nicht gesprochen, aber wenn jemand nach Alkohol stinkt, heißt es, oh, der Deutsche, der stinkt nach Alkohol. Und wie riechen die Kanaken? Ja, wie riechen die? Ja, die will man gar nicht riechen, darum weiß das keiner. Eine Scheiße. Da brennt mir auch die Kacke hier an den Pfoten die ganze Spritzer. Ich bin ja normalerweise auch ein richtiger Spritzer. Ne, Sibylle, du weißt, dass ich ein Spritzer ich bin. Ich bin ein richtiger Spritzer. Nur einmal und dann ist 2 Wochen Pause. Ja, man muss auch natürlich sein Sprit nicht sofort rausballern. Das ist ja wie wenn du ein Auto fährst. Da fährst du erstmal langsam und danach gibst du Gas. Ja, ich bin auch lange nicht mehr Auto gefahren. Höchstens Bus. Da fahre ich ja Mercedes immerhin. Also. Wegen dem Bus. So, wir holen jetzt die Knödel raus. Leute, die Dinger sehen aus wie Vogelfutter. Kennt ihr Vogelfutter? Nach diesem Bille jeden Dienstag liebevoll hängt sie das auf.
hier für die Kackvögel. Und was machen die Vögel? Ja, die machen das, was ich mit der Sibylle mache. Rumvögeln. So, hier, Wasser ist gekocht. Kaltes Wasser mit ein bisschen Salz na, ihr wisst, da reingegossen. Jetzt packen wir die rein, die kleinen Vogel voller Dinger. Zack, rein in den Sack. Oh, ich glaube, da muss noch ein bisschen Wasser rein. Das machen wir nachträglich. Ich gratuliere auch gerne den Leuten nachträglich. Mal hierher. Komm, nimm mal weg, die Scheißkamera. Machen wir jetzt schön Wasser rein. So, da muss man sagen, normalerweise macht diese Sibylle das, ne? Ich habe mit so einem Kochscheiß nichts zu tun. Ich bin derjenige, der frisst, was auf den Teller kommt. So. Und ihr fragt mich, warum ich hier so ein Papierschnipsel habe. Das liegt daran, normalerweise mittwochs ist Waschtag und ich habe normalerweise eine Schürze. Ne? Und heute ist Mittwoch und heute wird es gewaschen. Ist nicht dreckig, aber muss gewaschen werden. Ne? Es gibt ja Tage, alles festgehalten. Da kann man nicht einfach einen Bruch machen und sagen, nee, Mittwoch wasche ich nicht mehr. Es muss gemacht werden. Ne? Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, zwischen 15 und 16 Uhr bin ich am Fenster und gucke, was die Nachbarschaft macht. Ja, guck dir die Barbara an, da kackt der Hund hin und die hebt die Scheiße nicht auf und dann tritt ich da rein, weißt du? Und dann komme ich mit dem Scheiß in die Wohnung und dann kriege ich Anschluss von der Sibylle. Da schreibe ich mir direkt auf. Barbara hebt Scheiße nicht auf. Na, sieh an, der Olaf hat eine neue Freundin, die kenne ich nicht. Oh doch, doch, die war mit dem Rainer, die hatte mit dem Rainer hier eine Affäre, das habe ich gesehen. Ich habe die auch gehört, wenn ich da mit dem Sebastian Tischtennis gespielt habe, hat die geschrien. Ne? Den Namen Rainer, Rainer, Rainer. Ich glaube nicht, sie will den Namen auswendig lernen. Ich glaube, weil der Rainer hier. Ne? Darum läuft der Rainer auch nicht mit einer kurzen Hose rum. Der hat einen langen Pimmel. Dann sieht man den Kopf immer raushängen. Riecht auch immer nach Käse. Ne? Mittelalter Gouda. Guck dir mal den Ausländer an mit dem dicken Mercedes AMG. Ja, da schreib mir das Kennzeichen auf, gib's der Polizei weiter. Ich weiß nicht, wie der sich das leisten kann hier bei dem sozialen Plattenbau. Ich fahr Fahrrad mit Platten seit Jahren. Nicht, weil ich nicht einen neuen Reifen kaufen kann, weil ich einfach mental nicht in der Lage bin, das umzutauschen. Schreibe ich auch direkt auf das Kennzeichen. H für Hurensohn, U für unlustiger Pisser. So Leute, jetzt müssen wir 200 Milliliter Wasser da reingeben. 200 Milliliter, die kann ich nicht aus dem Stegreis rausrechnen. Dann muss ich hier mit Messbecher. Wir sind in Deutschland und wir haben für jeden Scheiß einen Messbecher. So. Ich mach gerne noch ein bisschen weniger, weil nachgießen dann Wasser kann ich immer. So. Und dafür, damit es auch richtig gut schmeckt, brauchen wir das gute Geschnitzelte. Ne, das gute Puttengeschnitzel, das brauchen wir einfach. So Leute, jetzt kommt das gute Pulver rein. Ne, schön hier. Leute, da müsst ihr fix sein, da müsst ihr schnell sein. Ne? Ne, machen wir hier so mixen ein bisschen. Ja, dann spritzt das auch anständig. So. Und wenn das kocht, dann werden die kleinen Stückchen noch alle schön, wie soll ich sagen, die verfeinern sich. Das geht, das ganze Aroma, das Fleisch, das kommt alles zusammen und das wird eine sehr gute Masse. Es wird sehr gut schmecken. Wenn es so gut schmecken würde, wie es jetzt schon riecht, da lege ich meinen Arsch da rein, Leute. Und ich habe alles andere als einen schönen Arsch. Ja, Leute, der Sebastian hat es momentan nicht leicht. Der wird ganz schön gemobbt in der Schule. Warum wird er gemobbt? Weil er nicht mit Nike rumläuft, Adidas oder Puma. Der läuft mit Gucci rum. Warum läuft er mit Gucci rum? Damit die Ausländer die nicht schlagen. Weil die Ausländer sind die ganz großen Materialisten. Da fängt das nämlich an. Der Ausländer fährt ein dickes Auto. Und bei dem daheim, wie sieht's aus? Wie scheiße sieht's aus? Da mache ich den Kühlschrank auf, da finde ich nur einen Apfel. Und der Apfel ist wahrscheinlich geklaut. Und da kommen wir wiederum zum Polen. Der Pole ist ja nur wertvoll in der Spargelzeit. Da holt sie ihn rüber. Aber den Polen ist nichts anzufangen. Eins können die Polen gut. Salat. Ne? Zum Dezember. Da schneiden sie den ganzen Kack klein. Ohne Ende geben sie sich Mühe. Wenn der Pole sich Mühe gibt, wie er Salat schneidet. Beim Spargelstechen. Dann ist aber auch lecker. Du bist auch Pole. Was bist du für ein Pole? Pole. Ja, was war einer? Einer, der klaut, einer, der sich beklauen lässt, einer sympathischer. Ah, bestimmt, ja, und schweigsamer. Leute, um das ein bisschen leckerer zu machen, ich bin ja gerne mit Sahne bin ich gut. Einen kleinen Spritzer Sahne, da hatte ich auch gerne einen Daumen davor. Ne? Yeah, Sahne ist mein Ding, Alter. Ich schieße auch gerne die Sahne ab. Warum mache ich da Sahne rein?
Leute, ich muss auf meine Figur nicht merken. Ich habe eine Frau, die Sibylle. Wenn ich mir von der Sibylle auf den Bauch kacken lasse, die Sibylle findet es okay. Das ist nämlich meine Attitude, Leute. So bin ich. Ne? Und das mischen wir jetzt alles. Ich drifte leicht ab, Leute. Sobald ich über diese Sibylle rede, wisst ihr, ich liebe meine Frau über alles. Ne? Dann lasse ich mir auf den Bauch kacken. Ne? Na, ist so. Lass doch mal nicht filmen, diesen Scheiß, Kollege. Weißt du, der versteht halt nur Polnisch. Willst du nicht am besten gehen für Domu? Schnauze. Oder auf Spargelfeld? Was ist denn los mit dir? Leute, wenn ihr die Dinge aus dem Topf rausgenommen habt, die tollen Klöchens, Knödelchens, dann mach ich unter kaltem Wasser, ne? Wach machen die Viecher, die müssen ja wach werden. Die haben ja gerade geschlafen, ganz toll, die Penner. So. Ja, Leute, machen wir hier auf die Knödelchen. Ja, zack. Da habe ich natürlich das gute Geschirr rausgeholt, ne? Gibt's eigentlich nur zum Weihnachten, aber heute ist ja auch besonderer Anlass. Ne, man hat ja nicht oft einen Polen zu Hause. Und was macht man, wenn man einen Polen einlädt? Am Ende füllt man den Polen. Warum? Einfach um zu gucken, dass er nichts mitgenommen hat. Ne? Und das macht man nicht für seine eigene Sicherheit, einfach, dass der Polen nicht unangenehm auffällt. Polen sind wie... Man würde jetzt auch den Polen nicht niedermachen, ne? Ist ja auch ein Volk, was einfach da ist. Ist wie eine Kakerlake. Hat man ab und zu einen Haushalt, mag man nicht, ist aber da. Der Pole mag auch keine Knödel, oder? Darum habe ich mir drei genommen. Drei wollte ich schon haben. Ja, was ich nie alles wollte. Ich bete jeden Abend zum Gott, mach diese Sibylle noch dicker. Was passiert? Die nimmt ab. Ne? Das zum Thema Wollen. So, hier gibt's lecker noch mal ein bisschen Ausschlag. Ne? Wäre schon geil, wenn du das aufs Knödel tun würdest. Ja, hier. Auge ist ja mit. Ne? Darum serviere ich das auch mal so schön. Hier, lecker, guck dir das an. Meine Herren. Ja, und die Soße, die da drin ist, die kriegst du bitte. Ja, das packen wir jetzt alles hin. Und jetzt wird gegessen. Die sind jetzt zivilisiert, essen mit Messer und Gabel. Dann nehmen wir uns hier mal so ein Knödelchen vor. Ja, das ist so ein bisschen wie Kaugummi. Konsistenz. So ist es wahrscheinlich richtig. Wir legen den hier zusammen. Ha, guten Appetit, ne? Ja, ich glaube, das werde ich nicht nochmal machen. Nicht, weil es nicht schmeckt, sondern einfach... Ja, Leute. Schön... Leute, einen schönen Tag. Ne? Abonniert den Kanal, checkt die Beschreibung ab und euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen!